Hey, nochmal willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es nicht gedacht und genauso habe ich es auch nicht gedacht. Aber es ist soweit. Schweizerdeutsch für Anfänger Teil 6. Und ich musste dieses Video machen, nachdem ich Reactions gesehen habe, wie diese hier. Hure geil da drüben, hure geil. Kuchichachle. Oh ja, schleck mal ja. Wie immer bei diesen Videos, ich komme aus einem bestimmten Teil der Schweiz. Das heißt, gewisse Begriffe, die ich in diesem Video nennen werde, könnten vielleicht in anderen Teilen der Schweiz... Du verdammte Siach, du Blöde. Du hure Sautuppel, du verdammte. Nicht so ganz funktionieren oder werden vielleicht ein bisschen anders ausgesprochen. Ich würde sagen, wir reden nicht lange rum und gehen gleich ins Video. Wir machen das Ganze ein bisschen anders als in anderen Teilen zuvor. Ich werde euch in diesem Video total 5 Begriffe erraten lassen. Danach werde ich euch die Übersetzung geben und danach noch werde ich euch einen Satz damit zeigen und wie man das Ganze halt irgendwie im Alltag verwenden könnte. Und ich würde sagen, let's go. Wir fangen gleich an mit einem Wort, was ich zurzeit gerade anhabe. Jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich an? Das Wort auf Schweizerdeutsch ist Finke. Ich werde euch jetzt, glaube ich, nicht Zeit lassen, um das Ganze zu erraten. Wenn ihr das möchtet, stoppt einfach das Video. Aber das Wort auf Deutsch übersetzt heißt Hausschuh. Und es ist tatsächlich ein Wort, was ich auch öfters nicht übersetze und es einfach im Schweizerdeutschen wie im Hochdeutschen genau gleich verwende. Das heißt, ich sage dann einfach Finke auch im Hochdeutschen. Obwohl das ja nicht wirklich funktioniert. In einem Satz würde ich das einfach so sagen. Weißt du, wo meine Finke sie? Was übersetzt heißt, weißt du, wo meine Hausschuhe sind? Wir machen gleich weiter mit Begriff 2. Ein Begriff, den ich schon lange nicht mehr gehört habe, weil ich das früher als Kind viel gemacht habe und heute, naja, nicht mehr wirklich mache, manchmal schon. Ich höre es auf jeden Fall sehr selten, also wird mir sehr selten noch gesagt. Das Wort ist ein Verb, nämlich Schlätze. Es ist oftmals in Connection, als kleiner Tipp, mit Kindern und Türen wird das Ganze genannt. Vielleicht war das auch schon zu viel von einem Tipp, ich werde das jetzt auflösen. Ich würde es in einem Satz verpacken mit Dürschlätze, was auf Deutsch heißt Türe zuhauen. Das heißt, wenn ein Kind zum Beispiel jetzt durch den Raum rennt, dann wird die Türe hinter sich zuschlägt oder zuhaut, was auch immer. Auf Schweizerdeutsch heißt das dann Dürr zur Schletze. In einem Satz verpackt würde das so heißen, kannst du aufhören, Dürr zur Schletze, was heißt, kannst du aufhören, die Tür zu schlagen, zu hauen, was auch immer. Und ja, wie gesagt, wird das oft bei Kindern verwendet, weil ja, Eltern, Erziehung, Türen, Kinder schlagen halt oft gerne Türen zu. Und ganz wichtig, es ist sehr gefährlich, haben meine Mutter immer gesagt. Man soll das nicht machen, weil da könnte ein Finger dazwischen einfach sein. Das will man ja nicht. Nice. Wir machen weiter mit dem Wort, was wieder ein bisschen mit Kindern zu tun hat, nämlich Gigampfi. Ihr denkt euch jetzt, what the fuck ist Gigampfi? Ja, das Wort existiert wirklich. Als kleiner Tipp, es ist auf dem Spielplatz zu finden. Spielplatzgerät. Vielleicht habt ihr es schon erraten. Wenn nicht, es ist eine Schaukel oder eine Wippe. Also dieses Ding, wo man so das so balanciert, you know. Ich denke, das passt. Ich sag mal so, mit der Gigampfi habe ich nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Verletzungen wurden in Kauf genommen. Und jetzt noch ein Satz mit dem Wort Gigampfi. Gehen wir zusammen auf Gigampfi, was heute heißt, wie wollen wir zusammen auf die Wippe gehen oder auf die Schaukel gehen. Jetzt könnt ihr auch Kinder einladen, um mir noch auf die Schaukel zu gehen. Ich denke, das passt. Der vierte Begriff ist wieder ein Verb, nämlich Mucke. Es könnte auch, to be honest, ein Nomen sein, dann wäre es die Mücke auf Schweizerdeutsch, aber es ist das Verb. Ich habe es vielleicht mal noch in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule verwendet. Ja, wirklich viel nutze ich das nicht mehr. Übersetzung. Es ist das Wort für stehlen, aber so in einem, ich würde sagen, in einem freundschaftlichen oder familiären Raum. Es ist nicht so, wenn ein Dieb in ein Haus reingeht und eine Uhr stiehlt, dann nennt man das auf Schweizerdeutsch definitiv nicht Mucke. Es ist etwas so, wie wenn man ohne das Wissen von jemand anderem das ausleiht, also nicht etwas böswillig oder so. Maybe vielleicht schon. Habe ich manchmal auch gemacht. Aber es ist so, häufig in der Schule wird es halt verwendet, wenn man so einen Stift stiehlt. Aber in dem Sinn halt Mucke. Und jetzt noch ein Satz mit Mucke, nämlich hast du mir gerade den Stift gemuckt? Das heißt auf Deutsch so etwa, hast du mir gerade den Stift genommen? Ich würde es halt sogar mit genommen übersetzen. Manchmal aber nicht. Es ist so etwas dazwischen zwischen nehmen und stehlen. So Zwischenraum. Und da nutzt man halt Mucke auf Schweizerdeutsch. Wir kommen zum letzten Begriff in diesem Video, wahrscheinlich auch dem lustigsten Begriff in diesem Video. Und beim Research zu diesem Video ist mir aufgefallen, dieser Begriff wird auch in Deutschland zum Teil verwendet, aber nur in gewissen Orten. Ich glaube, die meisten kennen es nicht. Aber vielleicht erkennt ihr es ja, nämlich das Wort Tüpfli-Schieße. Das Wort Tüpfli-Schieße heißt auf Deutsch übersetzt, und jetzt muss ich wirklich vorlesen, weil ich kenne diese Worte nicht. Ich hätte kein anderes Wort dafür gewusst auf Deutsch. Formalist, Krämerseele, Paragraphenreiter, Erbsenzähler, Kleinkarierter, Kleinkrämer, Fliegenbeinzähler. Schreibt mal gerne rein, wie das bei euch heißt. Das Wort beschreibt eine Person, die sehr pingelig ist und auf den einen Fehler im ganzen Aufsatz guckt. Das heißt zum Beispiel, wenn du einen perfekten Aufsatz geschrieben hast,
aber zum Beispiel in einem Wort einfach ein H vergessen hast, weil es halt mal passiert, dann wird er dich auf diesen einen Fehler aufmerksam machen. Und dann würde ich zum Beispiel einen Satz das so verwenden: Der Lehrer ist ja so eine Tüpfelschisse, was übersetzt heißt wie: Dieser Lehrer ist so pingelig, oder dieser Lehrer ist kleinkarierter. Oh Mann, Kleinkrämer, Fliegenbeinzähler, you know what I mean. Oh Mann. Und dann würde ich sagen, war's mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich ein Like und ein Abo da lassen. Wir sehen uns am Freitag beim Podcast oder am Samstag beim Vlog oder natürlich auch daily bei den Streams auf Twitch. Alles findet ihr unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns. Bis dahin, ciao.